Scheiße. Immer noch Nacht. Immer noch auf dem Berg. Immer noch mitten im Wald. So ein Scheiß. Hätte ja auch mal gut gehen können mit der Vergangenheit. Aber nein, es ist Scheiße passiert. So, schlachten noch ein paar Kühe auf dem Weg, weil ich habe mir so überlegt, seit der letzten Aufnahme sind ja jetzt auch wieder ein paar Stunden vergangen und da konnte ich darüber nachdenken, was ich so getan habe. Und entgegen der Methode, dass ich mir selber angucke, was ich denn so getan habe in der Vergangenheit, dachte ich mir so, ich könnte ja auch einfach mal weiterlatschen. Creeper. So, weil. Es muss ja eigentlich hier sein. Habe ich mir so gedacht. Und wenn es da nicht ist, müssen wir an die Küste nochmal in einer anderen Richtung entlang latschen. Und dann ist es halt in einer anderen Richtung. Und jetzt ist komisch. Weil damit hatte ich nicht gerechnet, dass wir jetzt hier auf so einer Insel sind. Enderman. Hallo, Enderman. Ach, Dramatik. Schwimmen wir mal darüber. Weil wir sind ja jetzt drüben an der Küste quasi schon komplett lang. Und jetzt müssen wir hier bloß unsere Kemenate wiederfinden. Weil ihr seht, das ist so eine Art Insel, auf der wir hier gerade sind. Da wir noch kein Schaf gefunden haben, können wir die Nacht sowieso nicht überbrücken. Also können wir hier auch einfach mal fröhlich laufen. Skelette können auch fröhlich auf uns Pfeile schießen. Ja. Ja. Au. So. Blub, blub, blub. Tja, Enchantments, ne? Dafür brauchen wir Zuckerrohr. Dann brauchen wir noch einen Eimer und dann müssen wir Wasser und so. Ich weiß noch nicht. Also, die Höhle ist ja jetzt noch nicht gänzlich erforscht. Ergo brauchen wir da noch einen Moment für. Wir bleiben jetzt einfach mal hier, wo wir gerade sind. Weil wir müssen ja hier irgendwo am Strand müssen wir ja unser Creeper. So, schwimmen wir mal hierher. Müssen wir ja unser Dingenskirchens wiederfinden. Irgendwo hier. Gehe ich fest von aus. Jetzt hüpfe ich hier wieder in einer Tour. Schweine. Gehen wir mal da oben rüber. Oder wir sind unter Wasser irgendwie rübergekommen hier, ja, aber das glaube ich halt nicht. Ach, Spinne. Ich glaube eher, dass wir unseren Eingang verpasst haben. Das ist irgendwie wahrscheinlicher. Als die andere Variante. Hilfe! Ja, sehr schön. Danke. Ja, ja. Ihr kriegt alle was. Ihr kriegt alle was ab. Das ist irgendwie wahrscheinlicher. Irgendwie. So, jetzt habe ich natürlich vergessen, meinen Aufnahmetimer zu starten. Jetzt muss ich das irgendwie so mit Bauchgefühl erledigen, was ich sonst mit einem zeitgebenden Element erledigt hätte.
Na, immerhin, wir laufen noch auf der Insel rum. Das ist schon mal gut. Das grüne Rana. Hexe? Verdammt! Creeper? Oh, Scheiße. Ja. Wir gehen mal ein bisschen schwimmen. Scheiße. Ne, Hexe. Ah, verdammte Kacke. So. Ist auch schön hier. Die Oktopoden, denen geht's auch gut. Tja, und ich glaube, ich hoffe, in dieser Aufnahme kann ich die Aufnahmequalität nochmal ein bisschen, ein Quäntchen steigern. Ist nämlich ein Effekt aufgefallen, aber ich glaube, er liegt an einer falschen, respektive schlechten Einstellung. Ach, da dämmert's schon zum Morgen. Das ist schön. Die ich da so hatte oder vorgenommen habe. So. Erstmal heilen. Ich sag dazu auch nur eins. Prost. ...21 Level schon. Wir müssen ganz dringend... Ist noch zu dunkel dafür, dass du lieb bist, liebe Spinne. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Ich hau dich trotzdem. So. Ein bisschen botten wieder. Ja, können wir. Pilz. Pilz. Pilz, Pilz, Pilz. Wir sammeln ja alles, um halt sämtliche Nahrungsvarianten auszuschöpfen. Kühe höre ich auch schon wieder. Ja. Nee, hier an so einem Teichsee-Ding waren wir ja nicht. Also ich glaube, hier drüben sind wir irgendwo angekommen. Eben gerade, als wir zur Nachtrunde gestartet sind. Ach, da gab es eine Hexe, ey. Ich habe noch nie eine Hexe in Minecraft gesehen. Kaum startet man die Sache hier mal neu. Mit einer neu generierten Karte hat man auch eine Hexe dabei. Ach, ist das alle dein Schmuh, ey. Schmuh, 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 die du. Ey. So. Leder und Fleisch. Tja. Ho, 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 ho. Baumkühe mit Fallschaden. Lecker. So, sehr schön. Pilze. Essen. Vielleicht sollten wir uns einen temporären Zwischenofen noch generieren. 17 Mal. Rotten Flesh. Ja, für die Hunde. Wir haben doch hier irgendwo, oder war es in der letzten Aufnahme? Ach, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, in welcher Karte das war. Hatten wir so viele Hunde gefunden? Ich glaube. Tja. Ist aber immer noch die spannende Frage, wo unsere Kemenate ist. Sind wir hier schon einmal außen rum gelatscht? Ja. Sehr schön. Level 21 ist auch schön. Noch mehr Baumkühe. Auch schön. So. Leder.
und so. Weil, ja, also auch ganz wichtig für dieses Projekt. Ja, Projekt gesagt. Nein, also für das, was sie hier tun, ist ja nicht so viel dran rumzupatchen, also an Minecraft. Damit wir die Full Experience, weißt du, so Full Feature. So wie die Le Créateur de Minecraft sich das gedacht hat. Genauso wollen wir das ja auch machen. Breeden die sich eigentlich automatisch wieder? Oder wenn ich die jetzt hier alle wegschlachte, gibt es hier irgendwann keine mehr. Das weiß ich noch nicht. Da bin ich mir echt unsicher. Aber auf jeden Fall sind wir wieder voll ausgestattet mit Herzen. Und hier ist auch wieder Zuckerrohr. Das ist auch gut. So. Wie kommt das hier gerade bekannt vor? Als ob ich hier schon gewesen bin. Also hier unten lang lief in der Nacht. Das heißt, ich habe das Ding schon einmal umrundet, aber unsere Kemenate nicht gefunden. Das wiederum kann nur ein oder zwei Dinge heißen. Entweder wir suchen komplett falsch. Oder wir sind einfach blind. Mal gucken, wie viele Folgen ich noch machen muss. Oder ich gebe einfach auf, das Ding zu suchen. Also mein Gott, da stand ein Ofen und... Was stand da noch? Hier geht es auch nur durch. Also theoretisch ist hier gar nichts. Gut. Aber das... Das Kohle nehmen wir auch noch mit. Oh, guter Deutsch. Die Kohle hier in Wand. In Wand gehört uns auch. Mein Gott. Sonntag und meine Sprachfähigkeiten sind auf Null. Da muss man auch glatt mal einen Schluck trinken. Zwischendrin. So. Blank. So ein bisschen ausleuchten hier. Das Loch in der Erde. So, hier gehen wir mal wieder hoch. Hier geht's auch rein. Na, gucken wir mal, was hier so ist. Außer wieder Eisen. Eisen nehmen wir mit. Eisen. Och. Kohle, verdammt. Die Kohle. Jetzt weiß ich noch gar nicht, wie lange ich aufnehme. Das sollte ich mir echt mal irgendwie anzeigen. Das wäre echt günstig. Aber nein. Also beziehungsweise, aber ja, ich habe mir nämlich dafür was überlegt, wie ich das mir aufzeige, wie lange ich und so. Also natürlich, man könnte sich jetzt einfach einen Wecker neben den Rechner stellen, da drauf drücken und dann wüsste man auch, wie lang und so. Aber das wäre ja zu einfach. Wir brauchen ja eine digitale Lösung dafür, weil sonst ist es keine. Und die digitale Lösung sah vor, mittels Rainmeter die Zeit quasi mitzuschneiden. Oh, hier ist eine schöne kleine Schlucht. Gehen wir hier mal wieder hoch. Ja, das war so die Lösung, die mir vorschwebte. Und jetzt fällt mir auf, da Minecraft jetzt ja 1080p und so... Oh, Full HD, Mann! Full HD! Da Minecraft ja entsprechend der Parameter des Full HD ausgestattet ist, läuft das auch gerade im Fullscreen. Was allerdings so für nebenläufige Programme wie sowas wie Rainmeter ziemlich abträglich ist, weil er hat sich jetzt halt den kompletten Bildschirm gekrallt und das war's. Ne? Jetzt ist hier Minecraft und das war's. Was halt so ein bisschen schade ist irgendwo. Wenn du verstehst. Jo. Ist jetzt auch nicht so, dass hier besonders viel gerodet wäre gerade. Da wo ich jetzt gerade bin.
Ui. Halbe Terz. Glück gehabt. Schwein, stirb. So. Ja, ich will jetzt nicht zu viel Zeit drauf verschwenden, diesen einen Ofen da wieder zu finden, aber ich würde es schon gerne wiederfinden. Einfach so dem Fakt geschuldet, dass ich es gerne wiederfinden möchte. Wenn ihr versteht. Also es ist scheiße, so ein die Orientierung so derart zu verlieren. Aber wir folgen ja jetzt dem Wasser. Immer noch.